Was zur Hölle heißt das? Sie finden meine Reservierung nicht. Was sind Sie, ein Vollidiot? Das ist nur das... Mr. Crush, worin besteht denn das Problem? Dieser ganze Laden hier ist einfach nur Scheiße. Mögen Sie Schokolade, Sir? Ich will kein einziges Wort mehr von diesem Millennium-Bug-Unsinn hören. Und in sowas wollen Sie einen Koffer packen? Banken, die kollabieren oder sogar Flugzeuge, die vom Himmel fallen. Sie könnten den Inhalt auf verschiedene Safes verteilen, oder... Das alles da. Er hatte immer ein Problem, sein Geschäft im Schnee zu verrichten, schon als Baby. Na los, Scheiß, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Pünktlich um 8 werden sehr viele wichtige Personen an unseren Tischen speisen. Er ist ein großer Star. Er hat in hunderten Filmen gespielt. Sex Odyssey, Sperminator. Ich will das Champagnerbläschen Ihnen aus den Nasen und Ohren sprudeln. Oh mein Gott! Ich berühre das Scheißvieh nicht mal mit der Kneifzange. Um Mitternacht werde ich Sie alles verlieren. Die Computer der ganzen Welt stehen kurz vor einem Crash. Morgen Abend werden wir zwei der reichsten Männer auf dem Planeten sein. Weiß jemand, wie man mit einem Pinguin umgeht? Hände weg von den Fischen! Dies wird Ihre absolute Diskretion verlangen. Etwas Schlimmes? Oh ja. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, на меня возложена обязанность главы государства. Man muss es während des Feuerwerks erledigen. Exzellent. Sir? Hey Freunde, Eddie hier, Filmbuzzer. Heute sprechen wir über einen ganz besonderen Film, The Palace, von Roman Polanski, der am 18. Januar 2024 in die Kinos kommt. Begleitet uns auf dieser spannenden Reise in die Welt des Films und entdeckt, was dieses Werk, das in einem prachtvollen Hotel in den Schweizer Alpen spielt, so einzigartig macht. Lasst uns die Vorfreude auf den Kinostart gemeinsam teilen. The Palace, ein Film von Roman Polanski, ist eine aufsehenerregende Komödie, die in einem luxuriösen Hotel in den Schweizer Alpen spielt. Mit einem Ensemble von namhaften Schauspielern wie Oliver Masucci und Fanny Ardant erzählt der Film eine Geschichte voller Humor, Überraschungen und menschlicher Interaktion. Der Film spielt in den späten 1990er Jahren im Palace Hotel, wo eine Gruppe reicher und exzentrischer Gäste das neue Jahrtausend feiern will. Die Handlung dreht sich um die skurrilen Ereignisse, die sich an diesem Silvesterabend abspielen. Roman Polanski nutzt seine scharfe Beobachtungsgabe und sein Talent für schwarzen Humor, um eine Geschichte zu erzählen, die sowohl unterhaltsam als auch nachdenklich ist. Mit Oliver Masucci in der Rolle des Hoteldirektors und weiteren talentierten Darstellern wie Fanny Ardant, Milan Peschel und Mickey Rourke bietet The Palace eine beeindruckende Darbietung. Die Schauspieler bringen ihre Charaktere mit großer Kunstfertigkeit und Tiefgang zum Leben, was dem Film eine besondere Qualität verleiht. Gedreht im realen Staat Palace bietet der Film eine authentische Kulisse, die von Polanskis detailorientierter Regie ergänzt wird. Die Produktion zeichnet sich durch prächtige Kostüme und ein sorgfältiges Setdesign aus, das die Atmosphäre des Hotels einfängt. Die Musik von Alexandre Desplat trägt zur Stimmung bei und verstärkt die filmische Erfahrung. The Palace ist mehr als nur eine Komödie. Es ist ein filmisches Erlebnis, das die Zuschauer in eine andere Welt entführt. Mit seinem unverwechselbaren Stil und seiner meisterhaften Erzählung zeigt Polanski einmal mehr sein außergewöhnliches Talent als Filmemacher. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, um mehr über The Palace zu erfahren. Vergesst nicht, diesen faszinierenden Film ab dem 18. Januar 2024 im Kino zu erleben. Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Eindrücke nach dem Kinobesuch. Wenn ihr mehr Filmreviews und Neuigkeiten erfahren wollt, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Bleibt dran für weitere spannende Videos. Bis zum nächsten Mal.